Und alle Taschen auspacken. Was kann hier gekauft werden? So, Hände an die Schiebetür. Hände flach an die Schiebetür. Weiter zurücktreten. Weiter zurück, Beine breiter. Breiter, Taste ab. Kopf hoch. Sparrenbock hat gesehen, wie der Mann einen kleinen Beutel verschluckt hat. Und irgendwelche spitzen Gegenstände in der Tasche? Die Zöllner vermuten, dass der Mann heroinsüchtig ist. Ich habe überhaupt nichts im Mund genommen. Ist ja gut. Nee, was? Das kann ich viel sagen, aber jemand hat ja runtergeschluckt. Ja, wenn ich was geschluckt hätte, würde ich es dir sagen. Schön, dass Sie sich für euch anstecken, Mann. Ja. Bitte? Ein bisschen. Bitte? Ja. Ja. Schön, Hepatitis und HIV. Ja, nun war ich Angst. An Ihrer Stelle hätte ich das, ja. Mitten im Leben HIV zu kriegen, kann keiner mehr umgehen. Bitte? Mitten im Leben HIV zu bekommen, da kann wohl keiner mehr umgehen. Ne? Heroinsüchtig und HIV-positiv. Eine Streife bringt den Verdächtigen ins Krankenhaus. Dort sollen ihn Ärzte untersuchen. Zurück bleibt die Angst. Das sind jetzt aber diese schnellen Aktionen, ne? Ohne Handschuhe, ne? Ja. Ja, nun, er selber gibt ja an, dass er HIV-positiv ist und Hepatitis C hat. Und hat ja auch schon bereits eine Verletzung. Aber das ist immer so, immer das ein und dasselbe. Diese Typen fangen immer wieder an, wenn du jetzt eine Verletzung hast und wenn du jetzt eine Wunde hast, dann bist du jetzt auch HIV-positiv und hast jetzt auch Hepatitis C. Ich denke mal so oft, wie man mir das schon angeredet hat. Aber man denkt da schon im Kopf drüber nach. Und dann denkt man vielleicht auch ein bisschen an die Familie. Und naja, okay, aber der nächste Test wird zeigen, ob es wirklich so ist. Und bis dahin besteht natürlich eine absolute Ungewissheit. Ne? Ich meine, das ist natürlich dann schon eine blöde Situation. Gerade wenn man eventuell mal irgendwo reingegriffen hat oder so, und da wird man auch wütend. Ne? Wenn man fragt extra, bevor man die durchsucht, ob da eventuell noch eine Spritze oder sowas in der Jackentasche ist. Man fragt dreimal wirklich nach und dann ist da noch eine drin und man greift an die Spritze oder man findet diese Spritze dann. Man hat vielleicht nicht reingegriffen, aber dann ist man stinkesauer. Ne? Jeden Tag das gleiche Bild. Jeden Tag Marihuana, Hasch, Heroin. Auch mitten in Ostfriesland. Meine Kinder sind ja noch so in einem Alter, denke ich mal, wo ich mir noch nicht solche großen Gedanken darum machen muss. Vielleicht will man da auch gar nicht dran denken, weil man im Dienst selber im Grunde genommen ziemlich viel Elend in diesem Bereich auch sieht. Mein Sohn, der ist ja nun auch schon 12 Jahre alt, wo das ja eigentlich auch so langsam losgeht, dass da die Möglichkeit besteht, dass er mal mit sowas in Kontakt kommt. Das wäre für mich natürlich irgendwo eine Horrorvorstellung, wenn der auch mal irgendwo in so einen Sumpf da reinrutschen würde. Ne? Halbe Schicht geschafft. Sparrenbock und Feldhoff kommen ganz schön rum in ihrem Revier. Wir bestreifen jetzt das Hafengebiet. Gehört ja halt zum Zoll dazu. Küste, Hafen, Seefahrt. Zur Seefahrt gehört auch der Schmuggel. Und wo der Schmuggel ist, da gehört auch der Zoll hin. Der Hafen an der Ems. 6 Millionen Tonnen wurden hier im vergangenen Jahr umgeschlagen. Ein Paradies für Schmuggler. Gerade eingelaufen die Emden. Ein Frachtschiff für fast 5000 Pkw. Allein das an Bord gehen, anstrengend. Wir müssen doch besser das neuere Schiff nehmen sollen. Ja, gesagt. Wo wir mit dem Aufzug fahren können. Ja, mal hier. Dann können wir noch looking. Hier, looking machen. Ja. What's that here? What's this? Huh? It's not okay, ja? Huh? Ja, wir haben jetzt hier festgestellt, dass wir hier jetzt 2 Kartons Zigaretten und 2 Kartons Spirituosen, Alkohol hier rumstehen. Und da wollen wir mal feststellen, wo die jetzt überhaupt hingehören. Das sind also gut 20.000 Zigaretten und how many bottles? 12. 24 Liter Alkohol. Steuerfreie Ware, die gehört verschlossen. In diesen Spezialraum, bis der Frachter den Hafen verlässt. Cigarettes, now this. It's okay. And this, Bacardi, one bottle. And this one also, sir. Huh? That's all beer. Beer is okay, beer is immer gut, ne? So, ich habe ein kleines Problem. Ich habe auf dem Flur 20.000 Zigaretten und 24 Liter Alkohol. Oh.
das jemand hin? So ein bisschen sehr mysteriös, würde ich mal so sagen. Ne? So. Ich gehe mal raus, telefonieren, ne? Ja. Jedes Besatzungsmitglied hat ja seine Freimenge, ganz normal wie jeder Reisende auch. Die dürfen also auch eine Stange, sprich 200 Zigaretten und einen Liter Spirituosen haben. Und mehr eben nicht. Und da kann es eben nicht sein, dass hier die ganzen Zigaretten und der ganze Schnaps auf dem Flur rumstehen. Ne? Kann natürlich auch sein, wir wollen ja keine Unterstellungen machen, dass das hier, bevor das Schiff ablegt, wieder runtergeht. Ne? Würde sich ja anbieten. Please get it all inside. Die Kisten kommen hinter Schloss und Riegel. Ordentlich verplombt, damit von der Mannschaft niemand was stibitzt. Solange die Emden im Hafen liegt, ist der Raum tabu. Ärgerlich, der Vorfall. Auch für die Zöllner. Auf die wartet später noch eine Menge Papierarbeit. Und für so einen Kram werden wir mit so einer Aussicht belohnt, ne? Das ist unser Vorteil wieder. Kein sicherer Hafen für Schmuggler. Noch eine Stunde bis zum Großeinsatz auf der A280. Treffpunkt ist ein Rastplatz. Jetzt bloß nicht die Ruhe verlieren. Auch so eine neue Straßenbahn ist auch geil, ne? Für den Garten. Für den Garten, ja. Schnell noch eine Kontrolle vor dem Einsatz. Sparrenburg und Feldhoff können einfach nicht anders. Ja, Meister. Hallo, Hammer der Zoll, Douane. Nein. Ja, wollen Sie irgendwas anziehen? Wer hier Pause macht, muss vor kurzem noch in Holland gewesen sein. Dieser Fahrer ist auf dem Heimweg nach Weißrussland. Nur diese beide Pack? Hm? Nur diese beide Pack oder Box? Oh, nein. Nix Box. Nur Pack, ja? Mhm. Lass mal schauen, ne? Ich geh mal gucken. Meister, bleib draußen. Ja, ja. Raus! 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 Auf die Schnelle etwas verschwinden lassen. Nicht mit Sparrenbock. Wieder den richtigen Riecher gehabt. 5 Stangen Zigaretten. Alle ohne deutsche Steuerbanderole. Das sieht gut aus. 5 Stangen, Strafverfahren. Ich bin noch nicht fertig. Oh. Russisch. Das Gefühl spielt zwar eine Rolle, aber mit der Zeit kennt man seine Leute, wo man ein bisschen genauer gucken sollte. Und man wird ja immer wieder drin bestätigt dann. Der Ausweis, der ist auch tatsächlich bis 2064 gültig. Das ist ja unglaublich hier. Wie alt ist der dann? 100. Ja. Sparrenburg hat den nächsten Verdacht. Treibstoffschmuggel. Ist voll, ja? Ja, ja. Ich habe gerade Nachricht. Ja. Er ist nur ausgerüstet. Rechte Seite 600 Liter. Linke Seite ist nicht original. Und da noch. Einer der beiden Außentanks ist nachgerüstet und randvoll mit holländischem Diesel. Es geht auch eben darum, um die Wettbewerbsfähigkeit auch, ne? Zu den deutschen LKWs, die hier immer in Deutschland tanken müssen. Hier ist es ja nun bekanntlich ein bisschen teurer. Und die fahren schon für viel, viel weniger Geld und dann auch noch mit billigerem Sprit. Und das ist natürlich dann schon ein Ding. Die können ihre Transporttouren natürlich wesentlich billiger anbieten. Ne? Feldhoff berechnet den Inhalt des Zusatztanks. Nur was für Profis. Ach ja, man muss schon ein bisschen aufgepasst haben in der Schule. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Das Volumen schnell ausrechnen, das ist so nicht das Thema. Das ist ja immer die gleiche Formel. Knapp 550 Liter Schmuggeltreibstoff. Billig getankt, aber die Rechnung ohne den Zoll gemacht. Auch die 1000 geschmuggelten Zigaretten muss der Fahrer nachversteuern. So, Chef, das bekommen wir. 788, 42. Geld dabei? Haben wir genug dabei? Ja, haben wir? Ja, ja. Gut, kommen wir mal rüber. Berti, hol den Knipkehut. Alter, Bargeld lacht. Er kommt mit einem Bündel Scheine an. Das ist ja gut. Ja. Wir müssen mal prüfen, ob das auch echt ist. Wo ich das jetzt letzte Woche extra gelernt habe. Im Fach Falschgeld musste Feldhoff noch mal die Schulbank drücken.
Jetzt macht ihm auch hier keiner mehr was vor. Ja, da sind ja so verschiedene Sicherheitsmerkmale drauf. Man kann das hier mal erkennen an der Farbe hier, wenn man den Schein kippt. Der muss also zweifarbig sein. Der muss, wenn man genau drauf schaut, ist er lila. Und wenn man sich den so von dieser Seite anguckt, ist er braun. Dann haben wir hier diese Wasserzeichen drin und den Sicherheitsstreifen. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch das Hologramm drauf. Und ja, die Dinger gucke ich ihm schnell durch. Wenn mal was falsch ist, habe ich mir sagen lassen, soll man es daran als erstes erkennen. Die Scheine sind echt, aber so viel Bargeld? Bis zum nächsten Mal. Wir gehen eigentlich mal davon aus, dass er in Holland schon die meisten Zigaretten verkauft hat, weil das ist schon ungewöhnlich, dass einer, der eben da aus Osteuropa, Weißrussland oder sonst auch wo daherkommt, dass er 800 Euro in bar dabei hat. Das hat man auch an den Unterschriften ja gesehen. Gar nicht daran interessiert, was sind das für Papiere, was er unterschreibt. Einfach nur unterschreiben, bezahlen und weg. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt aber endlich zur A280, zum Großeinsatz mit den Kollegen. Die warten bereits auf Sparrenborg und Feldhoff. Ja, lassen wir noch springen. Massenauflauf der Männer in Grün. Ein Albtraum für jeden Schmuggler. Der Einsatz sieht nicht gut aus im Moment. Auf holländischer Seite kann nicht zugefügt werden. Ich werde mich mit zwei Norder Kollegen verdünnisieren und werde hier die Europastraße machen. Nach dem Motto Sturm ist Trumpf, Kelle. Ja, was willst du machen? Die Vollsperrung von den Holländern einfach abgeblasen. Die Kollegen ratlos. Die Autobahn muss natürlich zum Teil gesperrt werden. Das ist ganz klar, um die Fahrzeuge eben abzuleiten von der Autobahn. Und das ist nicht einfach. Also da muss man natürlich auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und die sind, ja, ich glaube, abgelehnt worden auf holländischer Seite. Man hat aus Kostengründen, glaube ich, das heute nicht gemacht. So habe ich es zumindest verstanden. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass es auch heute diesbezüglich nichts mehr werden kann. Ach ja, ach herrlich. Da muss man mit leben, ne? So sieht das aus. Was für eine Pleite. Aber echte Spürnasen geben nicht auf. So schön. Wo ist es? Such, schreiben wir. Endlich. Charlie darf zeigen, was er kann. Er sucht im Gras nach Gras, also Marihuana. Es ist also so, wenn wir hier Kontrollen machen, die Fahrzeuge runterziehen, ist es oftmals so, dass die beteiligten Personen, wenn sie denn was haben und das auch griffbereit irgendwo liegen haben, dass es aus dem Fenster rausfliegt. Und da wir gestern auch ein bisschen mehr kontrolliert hatten hier, laufe ich das immer im Eimer ab und sammle die Beutelchen wieder ein, die hier eben in der freien Wildbahn rumliegen. Geh weiter. So schön. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Was ist da? Hey. Was hast du da? Hey, was ist da denn? Hier haben wir ein Tütchen gefunden. Hey. Oho, das wolltest du wohl wieder haben, wa? Das ist aber jetzt meins. Aber gefunden hat's Charlie. Platz. Das ist hier ein Gramm Marihuana. Wohl dann doch irgendeiner aus dem Fenster rausgeworfen. Roberti, fette Beute. Oh, ein dickes Gramm. Du sollst einen schönen Abend mitmachen. Schon ein paar Tage älter, wa? Ja. Ja, super, klasse. Echt mit Riesengriff. Stadt, Großeinsatz. Trotzdem, Sparrenborg und Feldhoff können sich kein besseres Revier vorstellen. Wenn man um sich herum guckt, ne? Natur pur. Wir sind hier geboren, wir sind hier zu Hause. Andere müssen hier viel Geld für bezahlen, dass sie Urlaub machen dürfen. Und wir dürfen hier Dienst machen. Der Beruf macht Spaß. Ich denke mal, dass ich damals bei meiner Berufswahl eigentlich nichts verkehrt gemacht habe und wusste zu einem Beruf, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen würde, aber morgens immer mit schlechter Laune hingehe, weil es mir eigentlich keinen Spaß macht. So, wollen wir jetzt die Verbrecher fangen?